und herzlich willkommen zum neuen Video von Gestempelt. Mein Name ist Gesche Preisler und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin aus Jevenstedt in Schleswig-Holstein. Heute ist Sonntag und dann zeige ich dir eigentlich immer eine Stempeltechnik. Heute wird es ein bisschen anders sein, denn wir bekommen zum 1.11. neue Produkte. Und die möchte ich dir ganz kurz vorstellen. Und zwar werden wir die Stampin' Blends bekommen. Die Stampin' Blends sind Marker auf Alkoholbasis, mit denen man total toll kolorieren kann. Es wird sie in, meine ich, 13 unterschiedlichen Farben geben und dann jeweils in hell und dunkel. Zwei Hauttöne dazu und ein Farbaufheller. Ich habe das hier mal ein bisschen aufgemalt. Osterglocke, Kürbisgelb, also die klassischen Stampin' Up Farben. Chili, Aquamarin, Bermuda Blau, Marine Blau, Calypso, Himbeerrot, Zartrosa, Olivgrün, Savanne, Schiefergrau, zwei Hauttöne und ein Farbaufheller. Die sind immer im Zweierpack erhältlich für 11 Euro, aber auch die einzelnen Marker kannst du kaufen für 5,50 Euro. Und es wird empfohlen, dazu das Memento-Stempelkissen zu benutzen, weil das ein wasserlösliches Stempelkissen ist und dann verläuft die Farbe nicht. Genau. Du kannst eben total schön kolorieren, tiefe Effekte erzeugen. Und es wird dazu passend ein Projektset geben mit einem wunderschönen Stempelset. Erst war ich gar nicht so begeistert und als ich dann die ersten Sachen damit gesehen habe, war ich natürlich wieder hin und weg. Was ich an dem das Projektset war sofort auf meiner Wunschliste, allein schon wegen dieser tollen goldenen Ränder an den Briefumschlägen, die fand ich total zauberhaft. Das kannst du einzeln kaufen jeweils oder eben auch zusammen dann wieder mit Preisvorteil, das kennst du schon. Genau. Und das Ganze wird es ab dem 11. geben. Hier hast du nochmal eine Übersicht. Diese Broschüre schicke ich dir dann auch gern zu, wenn du was bestellst. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, schau auf jeden Fall unter www.gestempelt.de vorbei, denn ich habe nächsten Monat meinen Demo-Geburtstag und es wird im November ein Markerangebot geben. So, jetzt aber genug geschnackt. Nun wollen wir auch mal ran an die Karten. Ich zeige sie dir nochmal im Detail. Und zwar sind in dem Projektset insgesamt 16 Karten, 4 Designs und dann jeweils 4 Karten davon. Eine Dankeschön-Karte, hier habe ich so ein bisschen Ombre-Look gemacht in der Schrift mit einem passenden blau-weißen Briefumschlag. Hier auch wieder eine kleine goldene Kante. Dann eine Karte mit Blümchen. Die habe ich in Zartrosa gemalt und ein bisschen tiefen Effekt durch die dunklere Farbe erzeugt. Hier gibt es einen rosanen Umschlag mit goldener Kante dazu. Dann haben wir hier diese süße Karte mit den Lampignons. Da ist so eine kleine Mini-Quaste bei, die finde ich auch immer besonders süß. Ein paar goldene Sternchen, goldene Folie. Hier gibt es dann in Aquamarin einen Briefumschlag in Gold. Du siehst hier, das eine Schirmchen ist ein bisschen erhaben aufgebracht. Und jetzt mein absoluter Liebling, die kleinen Vögelchen in Aquamarin und in Zartrosa mit diesem zauberhaften Briefumschlag. Ich bin ganz verliebt. Ja, und jetzt möchte ich dir einmal auf die Schnelle zeigen, wie das mit den Markern funktioniert. Zum Beispiel anhand der Vögelchen. Es gibt die Marker ja immer in hell und dunkel. In dem Fall sind es Aquamarin und Zartrosa. Und dann den Farbaufheller dazu. Und wir haben das Kürbisgelb noch für den Schnabel und die Füße. Fangen jetzt hier mit dem linken Kärchen mal an. Ich arbeite gern von hell nach dunkel. Das heißt, ich koloriere mir jetzt den ganzen Vogel einmal in hell. Wichtig bei den Markern ist immer, dass man relativ zügig arbeitet, wenn man Farbverläufe machen will. Denn wenn sie erst trocken sind, dann kriegt man die Farbverläufe nicht mehr so schön hin. Die Marker haben immer eine Pinselspitze und eine dünne Spitze. Ich möchte den Kollegen hier jetzt an den Flügeln ein bisschen dunkler haben. Die Schwanzspitzen dürfen auch dunkel sein und der Rand darf ein bisschen dunkler werden. Jetzt kannst du einfach mit dem helleren Marker dahergehen und ein bisschen die Konturen verwischen. Schau, jetzt siehst du kaum noch, wo der Übergang zwischen den beiden Stiften ist. Bisschen dunkler darf er noch werden.
Genau. Jetzt kriegt er noch einen orangenen Schnabel. Die Füße, die machen wir gleich bei seinem Kollegen hier mit. Und den malen wir jetzt noch in Aquamarin an. Ganz wichtig ist, dass ihr die Marker immer schnell wieder verschließt, weil die ja Alkohol enthalten. Der verdunstet sonst. Wenn es einmal Klick gemacht hat, ist der Marker zu. Jetzt nehmen wir das Vögelchen in Aquamarin. Man sollte auch gucken, wo die breite Spitze ist. Genau, das bekommt einmal komplett Aquamarin. In hell. Und auch hier nochmal ein bisschen Schattierung am Bäuchlein, an den Flügeln und seine Schwanzfedern. Und nochmal schön die Übergänge verwischen. Jetzt ist er mir im Ganzen fast ein bisschen zu duster geworden. Der darf also am Bauch nochmal ein bisschen heller werden. Und dann nimmst du einfach so ein bisschen den Farbaufheller und nimmst wieder ein bisschen Farbe weg. Genau, das ist schon das ganze Geheimnis. Also da kann man wirklich toll mit arbeiten. Ganz wichtig ist, dass du dir immer eine Unterlage drunter packst, denn die bluten ganz schön aus. Und jetzt zeige ich dir noch mal schnell ein Blümchen. Da kann man das mit dem tiefen Effekt immer ein bisschen besser sehen. Also da auch wieder die ganze Blume in Zartrosa anmalen. Und dann einfach mit der Spitze dort schattieren, wo du das gerne hast. Und dann wieder mit dem hellen Stift ein bisschen die Konturen verwischen. Ich finde es echt super, weil man überhaupt keine Übergänge sieht und es sieht halt nicht aus wie angemalt mit Filzstift. Ich mag das total gerne. Hier darf das nochmal wieder ein bisschen dunkler werden. Ach, falsche Farbe. So. Und du siehst, je mehr Farbe du auf dem Papier hast, desto besser läuft die Tinte auch. Hast du schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Eine kleine Besonderheit möchte ich dir noch zeigen bei der Karte mit den kleinen Lampignons. Und zwar siehst du ja, dass die Lampignons hier direkt an einem Band aufgehängt sind. Das Stempelset ist ein Gummistempelset. Das heißt, du kannst ja nicht durchschauen. Deswegen möchte ich dir noch schnell unseren Stempel Magic vorstellen. Der Stempel Magic ist ein Stempelplatzierer, mit dem du dann ganz exakt deine Gummistempel platzieren kannst. Dafür nimmst du einmal diese Plastikfolie, legst sie genau in den Winkel des Stempel Magic, nimmst nun deinen Stempel, tränkst ihn einmal mit Tinte und setzt ihn genau in den Winkel des Stempel Magic. Jetzt nimmst du dein Projekt und legst diese Folie direkt dorthin, wo das Ergebnis sein soll später. Legst dann wieder den Stampin' Magic an die Folie, genau mit dem Winkel da dran. Nimmst die Folie weg, ohne irgendetwas zu verrutschen. Und platzierst deinen Stempel auf dem Projekt. Siehst du, jetzt hängt er an der Leine.
Und das machen wir jetzt mit dem zweiten auch noch. So, dort soll er hängen. Folie wieder weg, Stempel einfärben und platzieren. Genau. Und das machen wir jetzt auch noch schnell mit dem zweiten Lampignon. Wo ist er denn? Den auch einfach auf den Stempel. Die Folie kannst du ganz leicht einfach abwischen. Dann ist das wieder sauber. Und hier auch das gleiche. Wieder die Folie an den Winkel legen. Stempel platzieren. Auf das Projekt mit der Folie. Am besten nichts verrücken dabei. Und auch das machen wir noch mit den beiden anderen Lampignons. Die sollen hier hin. Und dorthin. Genau, und die wollen wir jetzt auch noch mal schnell gemeinsam einfärben. Dazu fangen wir mit den beiden Lampignons in Aquamarin an. Die werden auch wieder einfach im Hell eingefärbt und dann mit dem Dunklen am Rand entlang. Einmal die Übergänge verwischen. Das gleiche machen wir auch noch mit den Lampignons in Kürbisgelb. Auch dort wieder einmal alles in hell einfärben. Mit der dunkleren Farbe hinterher. Übergänge verwischen. Und hier, finde ich, kann man gut noch mit dem Farbaufheller einmal mit der Pinselspitze ein bisschen hinterhergehen. Siehst du, was das für einen tollen Effekt hat? Guck mal, hier habe ich übergemalt. Ein bisschen kann man das immer noch kaschieren mit dem Löscher. So, genau. Einmal machen wir noch zusammen. Und dann hast du, glaube ich, einen Eindruck dafür bekommen, wie das Ganze funktioniert. Ich finde, es macht echt Spaß. Man muss nicht so exakt arbeiten. Das ist ja genau das Richtige für mich wieder. So, einmal verwischen und das Ganze in der Mitte noch ein bisschen aufhellen. Schau, das hat doch wirklich einen tollen tiefen Effekt. Jetzt, wo das so trocknet, macht es noch einen schöneren Effekt, finde ich. Genau. Also du kannst halt super toll damit kolorieren. Empfohlen wird halt, die Memento-Stempeltinte zu verwenden und Flüsterweiß als Grundton. Du kannst aber auch noch ganz andere tolle Sachen mit den Markern machen. Und zwar kannst du zum Beispiel auch unsere Perlen damit einfärben. Dann hast du immer gleich eine passende Farbe zu deinem Projekt. Du kannst wirklich einfach dahergehen und die Perlen anmalen. Und das gleiche kannst du auch mit unseren Glitzersteinen machen, wobei ich dir da immer die harte Spitze empfehle, weil die sind doch ein bisschen scharfkantig und dann könntest du dir den Stift kaputt machen. Schau, wie schön das geht. Glitzersteine in allen Farben des Regenbogens. Ein absoluter Pluspunkt für unsere Stifte. Du kannst natürlich auch noch Folien damit anmalen oder Glitzerpapier. Dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist immer, dass dieses Knacken kommt, wenn du sie zumachst, damit nichts verdunstet. Du solltest sie liegend lagern. Ich habe hier nochmal ein paar Beispielprojekte für dich gemacht. Hier kannst du schön den tiefen Effekt der Rose sehen, das Schweinchen. Es hat richtig so einen kleinen 3D-Effekt. Und ja, den Pulli habe ich in den verschiedenen Farbtönen angemalt. Und
Ja, für mich ist es einfach total schön, dass die Übergänge so fein sind und man eben nicht diesen Filzstift-Effekt hat, nenne ich ihn mal. Genau, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du hast verstanden, was man mit dem Stamp Magic macht. Ein Werkzeug, das nicht wegzudenken ist aus meinem Stempelzimmer. Auch immer toll, wenn man sich mal verstempelt hat, dann kann man manchmal einfach das ganze Projekt nochmal retten. Ich freue mich, wenn du wieder vorbeischaust, mir ein Däumchen für das Video gibst und schau unbedingt auf www.gestempelt.de vorbei und schau dir mein Markerangebot an. Ja, mein Angebot. 3 Jahre Demo-Geburtstag. Ich freue mich sehr. Also, bis ganz bald. Deine Gesche.